ist ja tatsächlich so, dass man meint, Sinnestäuschung, das ist so fast die Ausnahme. In aller Regel kann man sich doch auf seine Sinne verlassen. Und das ist völlig falsch. Wir täuschen uns systematisch, wir täuschen uns ständig. Und ich selbst, ich arbeite auf dem Gebiet der Wahrnehmungspsychologie und deswegen interessiere ich mich sehr für Wahrnehmungstäuschungen. Denn gerade an den Täuschungen kann man häufig ablesen, wie unser Gehirn funktioniert. Wenn wir uns nicht täuschen, was selten passiert, wenn wir uns nicht täuschen, dann bekommen wir meist überhaupt nicht mit, was für unglaublich komplizierte Prozesse im Hirn ablaufen. Aber wenn man sich täuscht, dann kann man an der spezifischen Art dieser Täuschung häufig ablesen, wie das System da läuft. Und das ist natürlich spannend, weil man durch solche Täuschungen sich auch praktisch selbst einen Spiegel vorhält, wer bin ich eigentlich? Denn auch das ist eine Selbsttäuschung, dass wir uns als ein Selbst fühlen. Das ist nichts als ein Konstrukt unseres Hirns. Und da gibt es wunderbare Versuche, die ich aber eben nur im kleinen Rahmen machen könnte. Aber jetzt bleiben wir mal bei dem, was hier in dem Rahmen möglich ist. Und da möchte ich auf ein Problem hinweisen, dass die Welt außerordentlich abstrakt ist. Die Mikrowelt schauen sich die Mikroskopiker an und wenn man da die Physiker fragt, wie ist die Mikrowelt aufgebaut, wie verhalten sich Quanten, wie verhalten sich Wellen, da kommt man auf völlig abstrakte mathematische Gleichungen, die Welt aber sehr gut beschreiben. Und das Entsprechende gilt für den, der in den weiten Himmel schaut, der auch sich kaum vorstellen kann, wie ein Raum durchgekrümmt ist, welche Dimensionen da sind. Es ist also außerordentlich schwierig, das völlig anschaulich zu verstehen. Und der große Physiker Albert Einstein hat es als das größte Wunder angesehen, dass die Welt in sich widerspruchsfrei ist. Es gibt in dieser Welt, es gibt in dieser Welt keine Dinge, die einander logisch ausschließen. Wenn zum Beispiel eine Theorie im Widerspruch steht zu einer anderen, da muss entweder die eine falsch sein oder die andere falsch oder sind beide falsch. Nun, Wahrnehmungstäuschungen, die beruhen oft darauf, dass wir das wahrnehmen, dass wir das sehen, was wir zu sehen erwarten. Und ich denke, viele von Ihnen haben mittlerweile erkannt, dass wir hier nicht nur den großen Einstein aus der Schale der Weisheit trinken sehen, sondern dass da auch drei hübsche Nymphen baden. Aber ich habe anfangs versucht, ganz seriös von dem großen Einstein zu sprechen, und da denkt man nicht an nackte Mädchen. Wir sehen das, was wir zu sehen erwarten. Das gilt auch für ein solches Beispiel. Sie wissen sicherlich, viele tausend Zeugen haben berichtet, dass sie UFOs gesehen haben. Und manche von ihnen haben das, was sie gesehen haben, in präzisen Zeichnungen festgehalten. Und die Leute, die das gemacht haben hier, das waren beileibe keine Spinner,
Das waren also ganz, ganz seriöse Leute, Polizisten, Rechtsanwälte, Flugpiloten. Und das ist das, was sie aus voller Überzeugung festgehalten haben, das habe ich gesehen. Und das ist eben ja auch im Hintergrund die falsche Vorstellung eines Skeptikers, dass er sagt, ich glaube nur das, was ich mit meinen eigenen Augen wirklich gesehen habe. Da liegen wir aber häufig schief. In dem Fall konnte man nachweisen, dass genau zu dieser Zeit und genau an diesem Ort Reklameflugzeuge flogen, die die Leute nicht erkannt haben als Reklameflugzeuge. Es waren für sie unbekannte Flugobjekte. Und wie die aussehen, das weiß man ja aus den Filmen, das weiß man aus Büchern. Und dann sieht man das. Diesen Hut habe ich sogar original mitgebracht, um so mal eine ganz anschauliche Wahrnehmungstäuschung vorzuführen. Wenn ich mal zaubere, setze ich diesen Hut gerne auf. Wenn ich jetzt sage, dass der Hut genauso hoch ist wie breit mit Krempe, dann will man das eigentlich nicht so recht glauben. Aber das ist ja gerade der Vorteil der wissenschaftlichen Methode. Man kann es prüfen, in dem Fall ganz besonders einfach prüfen. Man kann einen Maßstab nehmen und kann nachmessen und dann kommt wirklich heraus, dass Höhe und Breite identisch sind. Ja, es gibt viele andere Wahrnehmungsphänomene und ich möchte gleich vielleicht Ihnen eines mal zeigen, das Sie sicherlich noch nicht kennen. Und zwar, ich glaube, wir können das Bild, oder kann man das mal kurz dunkel machen? Was davor halten vielleicht? Ich habe mir vorhin sagen lassen, dass Süden in diese Richtung liegt und ein bisschen südöstlich liegt ja Mekka. Haben Sie gewusst, dass in Mekka alles viel, viel größer ist? Nein? Wenn ich mich einen Schritt von hier aus gen Mekka bewege, werde ich doppelt so groß. Das glauben Sie nicht? Ja, kein Wunder, es wird alles doppelt so groß. Es werden die Maßstäbe doppelt so groß, es werden die Stühle, alles wird doppelt so groß, Atome dehnen sich aus. Und ich hab mit Physikern gesprochen, die konnten mir kein hartes Argument sagen, mit dem man diese Ausdehnungshypothese widerlegen könnte. Aber ich kann es nachweisen, ich sag ja sowas nicht ohne Belege. Ich habe nämlich eine Form entdeckt, die diese Größenausdehnung nicht mitmacht. Und das ist diese wunderschöne Form hier. Wenn ich dieses Teil gen Mekka bewege, wird es kleiner. Sie verstehen die Logik. Es wird alles größer, aber dieses Teil behält die Größe bei und deswegen sieht es dann kleiner aus. Quod erat demonstrandum. Dass sowas natürlich eine Wahrnehmungstäuschung ist, ist klar. Und da ich ja nur Hobbyzeit